Salü, ich bin heute am Schneidberg, am Rande des Frankenwaldes, an der Wasserscheide zwischen Rhein und Elbe. Also hier links von mir, in die Richtung, da fließt das Wasser runter in die Timitz und in die Rottach und dann später in den Main und am Main in den Rhein. Und darüber, da fließt das Wasser runterwärts und geht Richtung, also in den Bachlauf der Selbitz. Die Selbitz geht in die Saale, die Saale geht in die Elbe. Also wir sind hier am Scheideweg sozusagen zwischen den zwei verschiedenen Flusssystemen im Wasser. Und schalte jetzt mal um. Ich bin hier im Nebel oberhalb des Frankenwaldes unterwegs. Also wer es weiß, den lass es nochmal gesagt sein, der Schneidberg ist nach dem Döbraberg die zweithöchste Erhebung hier im Frankenwald. 750 Metern oder so. Döbraberg hat knapp 800. Also wir sind relativ weit oben. Und gleichzeitig der Boden hier im Frankenwald, also vor allem jetzt hier bei uns, da wo unterhalb der Schiefer und die Basalte und die Diabase sich erstrecken, sind ja auch ehemaliger Meeresboden, der vorab 300 Millionen Jahren bis heute sich quasi über den Spiegel des Meereswassers erhoben hat. Also was wir heute im Untergrund sehen, hier unter meinen Füßen, ist 750 Meter über dem Meeresspiegel. Das war aber einst vor 300 Milliarden unter dem Meeresspiegel, also unter dem Gandhi, genau, wir gehen da hoch. Unter dem Meeresspiegel. Das sind jetzt einfach mal die physikalischen Fakten. Also ich spaziere quasi im Wasser, im Nebel, 750 Meter über dem Meeresspiegel und fühle mich trotzdem wie im Wasser. Klar, ist man der Nebel, man sieht ihn ja im Hintergrund überall. Besteht ja aus Wasser. Ist halt nicht ganz so dicht wie das Meereswasser im Meer. Es ist so oberhalb. Und um mal bei der Einfachheit zu bleiben, diese Bäume sind ja voll von Wasser. Also jeder einzelne Baum ist ja eine Wassersäule. Das Wasser wird aufgesogen von der Erdkruste hier durch das Wurzelwerk des Baumes, das in die Erde reinreicht. Und durch die Kapillarwirkung steigt es dann nach oben und bildet im Zusammenfluss mit Erde einen Baum. Von der Erde kommt quasi der Kohlenstoff. Ein Baum besteht aus Kohlenstoff im Sinne der Physik. Und die bewegende Kraft ist das Wasser, das hier nach oben steigt und dann nach oben abgibt. Also es gibt quasi den Abdruck der Erde, voll gedrängt im Wasser, nach oben ab in die Luft, später auch in die Atmosphäre. Also es vermengt sich mit Sauerstoff und ist eine riesengroße Wolkendecke, die dem Meer gleicht, wie im Spiegel unter uns. Also wir haben nach oben hin gesehen, vielleicht 10, 15, 20 Kilometer eine Wasserdecke. Dann die Spielfläche zwischen dem männlichen Wasser und der weiblichen Erde ist die Erdkruste. Hier mit den Baumsäulen, zur Hälfte Wasser, zur Hälfte Kohlenstoff. Und in uns der alte Meeresboden von der Entstehungszeit der geologischen von früher, der Frankenwald entstanden ist. Also bin ich
kann die natürlich auch mitten im Wasser. Wir sind das Wasser. Unsere Körper bestehen ja eben auch aus demselben Prinzip wie im Baum, aus Wasser und Kohlenstoff. Mit unserer Geburt ist quasi das Wasser und der Kohlenstoff entscheidend für unsere physische, für unser physisches Dasein hier auf der Erde, auf der Erdkruste. Also bin ich Teil von diesem Meer oberhalb des Meeresspiegels auf 750 Meter Höhe. Der Wasserkreislauf von hier oben, 20 Kilometer über der Erdkruste, in die Erde, Wasser, was sich hier in den Boden einsenkt und den Kreislauf nach unten bildet, vielleicht auch so 20, 30 Kilometer. Und diese Wassermenge, alles zusammen, ist ein Gürtel von 40, 50 Kilometer an Wasser. Das Geheimnis der Erde, also diese Wassermenge, die hier besteht auf der Erde, die steht im Zusammenhang mit der Sonne oben, unserer oberen Sonne, die heute nicht zu sehen ist. Also die Helligkeit ist der Sonne natürlich zu verdanken, aber die Sonne selber sieht man heute nicht, der Kraftspender. Da wird ja Wasserstoff verbrannt. Das ist ja alles aus Wasserstoff, die Sonne. Wird dann zu Helium in die Moleküle zerlegt. Aber Wasserstoff, das sich hier an der Atmosphäre dann mit Sauerstoff verbindet, bildet dann Wasser, H2O. Und bildet auch uns und die Bäume und in die Erde rein, das alte Erdreich. Und in der Erde, hier unten, in der Mitte unserer Erde, da ist das Kohlenstoffzentrum, ein leuchtender Diamant, kann man sagen. Das ist wie die innere Sonne. Sie bildet den Kohlenstoff, aus dem die Erde besteht bis hier an die Erdoberfläche. Also hier in diesem Gürtel, 20 Kilometer oberhalb und 20 Kilometer unterhalb in der Erde drin. Und unterhalb der Kruste in der inneren Erde auch nochmal so 20, 30 Kilometer, sodass wir insgesamt 70, 80, 90 Kilometer einen Wassergürtel um die Erdkruste hier an der Oberfläche haben. Versteht ihr das? Das ist ein großer Kreislauf. Und da wir Menschen von der Physik her aus Kohlenstoff und aus Wasser bestehen, sind wir Bestandteil von dieser 80, 90 Kilometer breiten Spielzone an der Erdkruste. Und diese Erdkruste ist, wir wissen das ja aus der Geologie über die vielen Millionen Jahre der erdgeschichtlichen Entwicklung, alles sehr flexibel. Da wird mal oft ein Gebirge verschluckt und ein neues entsteht. Ein Meeresgrund wird zugeschüttet von einer überwallenden Kontinentalplatte. Und woanders wird ein Gebirge wieder entworfen. Also wir haben hier eine ständig wachsende Erdkruste in einem Spielraum zwischen 80 und 90 Kilometer, wo wir mit unseren Kohlenstoff- und Wasserkörper Teil sind davon. Deswegen erleben wir uns hier auf der Erde als Teilnehmer. Was man jetzt noch dazu lernt, ist, dass diese Erde wächst. Sie wächst wie mit uns. Sie kann natürlich auch mal wieder degenerieren, so wie wir. Also wenn wir krank werden, dann sind wir in der Degeneration und erholen uns wieder in der Gesundung, in der Heilung unseres Zustandes. Und so ist es mit der Erde eben auch. Sie kennt auch den Zustand von Schrumpfen und Wachsen. Was momentan passiert, ist eine Zurückziehung der physikalischen Kräfte und eine Zugewinnung von Erhöhung der Frequenz. Das ist das, was momentan passiert auf unserer Erde. Die Erdfrequenzen von außerhalb werden immer betonter in die Höhe, spiral hochgehoben, also eine Erhöhung. Und die Erde zieht sich gleichzeitig zurück. Das ist nur momentaner Zustand. Das ist ja ein Wechselspiel. Wenn wir als Bestandteil hier auf dieser Spielfläche Erdkruste
unseren göttlichen Funken dazugeben, also wie zum Beispiel mit Gebeten oder Gesang oder guten Gedanken, dann erhöhen wir. Also sind wir in der Erhöhung der Frequenz, die von außerhalb auf die Erde gut wirkt. So eine Art Medium, das hier auf der Erde über unseren physikalischen Kohlenstoffkörper diese gute Schwingung auch auf die Erde bringt, sodass die Erde auch wieder in Heilung gerät. Ja, eine Einweihung in die Mysterien unserer Erde. Und öffne ich diesen Kreis in aller freien Liebe und Kraft und bring sie in die Mitte, hier auf den Boden, auf dem wir stehen, ausgerichtet in heiliger Geometrie, in aller Kraft und Stärke. So ist es. Danke. Danke, das war ein kleiner Beitrag zu uns Erdenwesen auf dem Spielgürtel Erdoberfläche und Erdunterfläche zwischen der oberen Sonne und der unteren Sonne und unserer Sonne in unserem Herzen, mit dem wir spiralförmig verbunden sind. Alles bewegt sich in Spiralform. Denkt immer dran, die Sonnenstrahlen, die von oben auf uns treffen, kommen in Spiralform in uns. Und unser Blut verläuft auch in Spiralform. Die Nervenbahnen übrigens auch. Also wir haben ja diese Dreiteilung in unserem Körper. Die Nervenbahn, die Blutbahn. Die Blutbahn sind quasi mit der inneren Erde, mit der inneren Sonne in Spiralen verbunden. Die Nervenbahnen sind nach oben verbunden. Nerven und Blutbahnen treffen sich in unserem Körper, im Herzen, da wo der Motor ist. Und der dritte körperliche Punkt, den viele Leute nicht in Acht haben, ist, wir sind verbunden mit dem kollektiven Gedächtnis der Erde. Kennt man vielleicht unter dem Begriff Akasha. Das ist zum Erstaunen vieler ein körperlicher Bestandteil von uns und der menschlichen Gemeinschaft zusammen mit dem Planet Erde. Die Akasha, meine ich. Ein physikalischer Körper, ein Teil von uns. Deswegen ist es so einfach, auf dieses Wissen zuzugreifen. Deswegen wissen auch zu jedem Zeitpunkt der Erdgeschichte alle Menschen auf der Erde immer das Gleiche, wenn sie intuitiven Zugang zu dieser körperlichen Akasha haben. Wenn sie sind, wenn sie Teil der Erde sind, so wie heute Teil von diesem Spaziergang durch das oberirdische Meer, Wassermeer, miterleben konnten. Ist das nicht schön? Mein Name ist Odin Wieland-Stura. Ich kümmere mich ein bisschen um die Erde in Bezug hier Triland an der Grenze zu Tschechien, Bayern, Sachsen, Thüringen, das Triland. Und hier ist noch der Herr Gandhi, mit dem ich sehr stark in Kontakt bin. Er hat einen sehr guten Geruchssinn und intuitiven Empfindsamkeit. Wir kooperieren sehr gut. Und wir beide sagen jetzt quasi Tschüss, ihr Wasserkörper. Tschüss.